Eine Maschine, des Ersten Weltkriegs, sie hat damals die sogenannte Fokker-Plage ausgelöst, und zwar diese Maschine war die erste, die ein synchronisiertes Schussfolge beim Maschinengewehr hatte. Das heißt, sie hat durch den Propeller schießen können, ohne dass sie sich selbst zerstört hat. Man hat immer gesagt, die Maschine selbst ist flugtechnisch nicht so die großen Österreich in Europa, die Klasse ist sowieso eine Größe, wo es Sinnesgeld und Geld und Bauchwerkstatt hat. So ist das die Leute von der Verkehrsbau. Paolo Severin, ein Italiener, die werden auch schon ganz stark bauen, also als eine gute Konstruktion, ganz wie das Original. Also das ist Fliegen vor circa 100 Jahren ist es her, wo der erste Flug stattfand, dieser Fokker-Maschine, dieser Eindecker. Jetzt schön im langsam im Vorbeiflug. Also diese große Brückengetriebe und dann war es möglich, dass man auch die deutschen Jagdmaschinen praktisch durch den Propeller gleich hatte, ohne dass dieser Propeller verfolgt geführt wurde. Ein Tatschentor ist ein Riesenapplaus, meine Damen und Herren. Tatschentor hat man uns vorgeflogen. Und da gibt es eine große Schiffe.
Bullen. Seines Zeichens damals das größte und schwerste Einmotorige Jagdflugzeug, das es gegeben hat. Das gleiche diese Modelle hatten schon etwas Spannweite von 2,5 Meter. Ist für den Eingeweihten
Einen Riesenapplaus für Daniel Kostal. Immer wieder eine Show, diese lautlose Kunst des Friedens mit einer Kunstflugmaschine der Grünen Fuchs. Dankeschön, Daniel. Guten Abend, wir sind die große Gesellschaft der Goldflugmaschine der Grünen. Thank you.
alter Schäfbinger. Ich habe den Klintmann von Hannes kurz vorgestellt und seine Walter Schäfbinger mit seiner Bo 105. So, ich glaube, jetzt ist es frei, der Michi kann starten. Aus dem Eingangsbereich entfernen.
Schuss ausgemacht wurde, wieder ungemacht und geordnet. Dann diese Belohnung auf viele, viele Veranstaltungen. Und eben genau der Gyrokopter hat jetzt aufgrund seiner Konstruktion die Möglichkeit auch auf Momentflugplätzen, wenn die angepasste Größe hat und die Hardware, die ist also gerade die erste Maschine, kommt zum Anfang. Yeah.